Man kann es auch übertreiben, meine Damen und Herren. Und damit herzlich willkommen zu Maria Magdalena von Friedrich Hebbel. Es geht in diesem 1846 Uhr aufgeführten bürgerlichen Trauerspiel nicht etwa um die biblische Maria Magdalena, jene unverklemmte Dame, die Jesus als Groupie akzeptierte, sondern um eine junge Frau namens Clara. Hübsch, fleißig, aber von ihrem Vater erblich vorbelastet. Das ist er hier, der Vater, Schreinermeister Anton. Nach einem Münchner Vorbild von Hebbel gestaltet. Und das Familienproblem zwischen den beiden ist krankhafte Aufrichtigkeit, wogegen der Sohn Karl, der in der väterlichen Schreinerei arbeitet, ein bisschen rebelliert, indem er mal ein Bier trinkt und kegeln geht, was aber seine Mutter Therese natürlich verteidigt. Das ist mehr so die mütterliche Erbmasse. Der Leonard ist Claras Verlobter zu Beginn und, wie man an seinem Outfit unschwer erkennen kann, auf dem Weg, ein gemachter Mann zu werden, während Friedrich ein Jugendfreund von ihr und Sekretär ist. Und dann gibt es noch wenige Nebenfiguren. Das Stück spielt in einer mittleren Stadt und zu Beginn gucken wir in die Wohnstube von Tischlers rein. Hallo! Mama, wieso hast du dein Brautkleid an? Ich gehe jetzt in die Kirche, nachdem ich endlich wieder gesund bin. Und sie so, oh, das klingt überhaupt nicht gut. Da steht der Leonard im Raum und sagt, na, 2 Wochen rum und immer noch zickig? Puh, das liegt nicht an mir. Ich habe doch gesehen, wie du diesen Sekretär Fritze angeguckt hast. Lüg mich doch nicht an. Das ist ja auch ein Jugendfreund. Ach ja, und warum wurdest du denn rot? Ich hab ja wohl gebüßt dafür. Du hast alles gekriegt, was du wolltest. Ach komm, du wolltest es doch auch. Ach, und dann wurde prompt Mama krank, 2 Wochen lang, und du lässt dich nicht blicken. Ja, jetzt bin ich ja da und sie ist ja gesund und ich halte ja bei deinem Papa um deine Hand an. Echt? Aber der Papa hat doch gesagt, du brauchst erst einen Job. Hab ich, Dummerchen, ich bin Stadtkassierer. Wirklich? Ja, ich habe mich an die Nichte vom Bürgermeister rangeschleimt und meinen Konkurrenten besoffen gemacht. Beim Bewerbungsgespräch konnte der nicht eins und eins zusammenzählen. Boah, du Arsch! Tja, der geht noch ins Wasser. Oh nee, und an diesen Menschen bin ich gekettet und sie geht ab. Da kommt der Schreinermeister und sagt, moin, Herr Kassierer. Ach, Sie wissen es schon. Ja, ja. Ich bin hier um die Hand Ihrer Tochter. Moment, am Ende sage ich noch ja. Ja, natürlich sagen Sie ja. Und wegen der fehlenden Mitgift, es geht auch ohne. Okay, dann will ich mal nicht so sein. Sie können sie haben. Und die Mitgift übrigens, die ich für Sie angespart hatte, die musste ich einem geben, der sie wirklich brauchte, nämlich meinem alten Meister. Der war kurz davor, sich umzubringen. Und der so, oh, mächtig beeindruckt. Und liest das Wochenblättchen, während Mama aus der Kirche nach Hause kommt. Und sagt, hihi, der neue Totengräber ist vielleicht lustig, der gräbt Gräber aus Vorrat. Ich habe mir mal eins reserviert, haha. Hier im Wochenblättle steht was von einem Juwelendiebstahl beim Kaufmann Wolfram. Was? Da hat doch der Karl neulich gearbeitet. Der war das nicht. Und da geht alles ganz schnell und die Polizei steht im Haus und sagt, Hausdurchsuchung, der Karl ist als Juwelendieb gefasst, jetzt suchen wir nur noch die Beute. Jesus! Mama fällt um und ist tot. Leonard verlässt schnell das sinkende Schiff. Hier ist noch ein Briefchen für die Clara und tschüss. Und die Clara kommt rein und sagt, wie Briefchen für mich? Der entlobt sich von dir. Nein, das geht doch nicht. Hast du etwa mit dem, wenn du unehrenhaft bist, dann bringe ich mich um. Und mit dieser Drohung endet der erste Akt. Und einige Tage später drehen Clara und Papa langsam am Rad und sich argumentativ im Kreis. Ich habe geträumt, der Karl ist ein Mörder. Oh, wenn sie auf dich auch noch mit Fingern zeigen, dann... Jetzt hör doch auf, der Karl kann doch auch unschuldig sein. Ja, ganz genau ist er unschuldig. Ich gehe jetzt mal. Und kaum ist er aus der Tür, kommt der bestohlene Kaufmann Wolfram. Oh, hallo Clara. Die Juwelen haben sich wieder angefunden. Meine Frau ist ja leider psychisch krank und die war das selber. Was? Und Mama? Ja, das tut mir so leid. Aber der Karl ist frei auf dem Weg hierher. Ich sag's deinem Papa. Na toll, und was ich angestellt habe, da kommt der Sekretär Friedrich. Hallo Clara, der Karl ist, ja, ich weiß schon. Boah, du siehst immer noch so toll aus wie als Mädchen. Willst du mich heiraten? Der Leonard hat sich doch entlobt. Und die so, das geht nicht, ich muss den heiraten. Ach so, liebst du den? Nein, ich liebe dich, aber ich muss den heiraten. Was? Oh, oh, oh. Der Groschen fällt und er so, boah, du bist so ehrenhaft und das ist so ein Arsch, mit dem duelliere ich mich. Und im dritten Akt sehen wir, wie der gute Leonard, der jetzt Stadtkassierer ist, zu Hause Fleißarbeit macht. Ich bin so fleißig und ordentlich und anständig. Gut, anständig vielleicht an diesem einen Abend nicht unbedingt. Aber die Clara hätte ja auch Nein sagen können. Da steht sie im Raum. Sagt, hallo, hallo Clara, heirate mich. Mein Papa bringt sich sonst um und ich bin auch ganz günstig und werde nicht lange leben und du kannst mich auch misshandeln. Ach, Amki, so schnell bringt sich doch keiner um. Und das haben auch schon ganz andere überlebt als du. Aber mein Bruder ist unschuldig, das war doch der Grund für die Entlobung. Ja, aber wir waren ja entlobt und jetzt habe ich eine neue, nämlich die Nichte vom Bürgermeister. Oh, aha, danke, tschüss. Oh nee, na jetzt muss ich die, warte mal, heiraten. Da steht der Sekretär im Raum und zwar mit Pistolen. Hallo Arschloch, hier sind Pistolen, schießt dich mit mir. Wie? Nee, wenn es wegen dir klar ist, die kann ich ja auch heiraten. Die heiratet keiner außer mir, komm mit. Und er zwingt ihn zu einem Duell.
Bei Tischlers kommt der Karl nach Hause und sagt, hallo Clara, ich bin frei und sag goodbye, ich werd Matrose. Aber der Papa, na der hat doch immer noch seine Lieblingstochter. Hol mir mal was zu trinken. Ja, ich hol dir ein Glas Wasser, ich gehe nur kurz zum Brunnen. Und sie geht mit dir so, pass aber auf, dass du nicht ausrutschst. Da kommt Papa nach Hause und sagt, so, ja, tschüss, ade, ich fahr zur See. Und in diese mittelemotionale Abschiedsszene platzt der verwundete Sekretär herein. Wo ist Clara? Der Typ ist tot, aber ich bin leider auch getroffen. Ja, wo ist sie eigentlich? Die wollte nur schnell zum Brunnen. Ihre Tochter ist gerecht. Was? Dann kommt der Karl wieder. Clara ist tot. In den Brunnen ist sie gesprungen. Eine Magd hat's gesehen. Und dann wird ihre Leiche hereingetragen. Und der Vater so, das ist doch Blödsinn alles. Blödsinn? Du hast sie doch zum Selbstmord getrieben mit deinem Ehrengerede. Und der so, ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber vielleicht fühlt Papa jetzt, dass Extremismus, egal ob moralisch, religiös oder politisch, einfach nur tödlich ist. Und das, liebe Gemeinde, war Maria Magdalena von Friedrich Hebbel. Vielen Dank.